Willkommen zu meinem Benchmark von Metro 2033. Hier mein System und die Systemtemperatur. Wir haben mit folgenden Einstellungen gebencht: 1080p, DirectX11, Advanced BOF an und Tessellation auch. 1080p, alles Very High, DirectX11, AAA. Eine isotropische Filterung wird auf vierfach runtergesetzt, da es sonst ein Rauschen im Bild gibt, was mich stört, persönlich. Allerdings bringt es keinen Frames-Zuwachs. Mehr Advanced Physik sind auch on. Wir starten das Spiel in Easy. Gleich am Anfang schon stabile Frames von 25. Temperaturen sind alle bei 40, 44 Grad CPU. Alle Lampen im Spiel können zerschossen werden. Wie hier sehr schön zu sehen ist, haben wir stabil Frames von über 20 und jetzt knickt es gleich ein. Gasmaske müssen wir aufsetzen, um nicht zu ersticken. Sehr gut sichtbar ist, dass wenn wir ins Licht gucken, Frames auf unter 17 fallen. Sobald wir uns umdrehen in den Schatten gucken und nicht mehr so viel Staub und Licht sehen, steigen die Frames wieder auf bis zu 20, 22 an. Sehr schön zu sehen hier, haben wir wieder Stabilframes. Tessellation wird wunderbar umgesetzt, wir können das Monster sehr schön betrachten, während es uns angreift. So, jetzt eine Szene im Großbild. Guckt euch Licht und Schatten an von der Bewegung des Soldaten. Jetzt das gleiche nochmal mit den Systemwerten dazu. Wir haben eine konstante Prozessorauslastung von nicht mal 50%, ein Kern etwas höher, stabile Bilder von 25, Grafikkarte liegt bei 74 Grad und volle Auslastung. Selbst diese Videoszene wird live mitgerendert, wie man sehen kann, wechselt die Framerate und liegt nicht stabil bei 30. Und jetzt haben wir stabile Frames von 20.
Hier ist wunderbar zu sehen, sobald die Tür aufgeht und der Rauch und der Staub und das Licht von draußen mit reinfällt, sinken die Frames. Welcome to Exhibition Hunter. Thanks. Now closer, kid. It's been a long time, Hunter. Good to see you, Alex. Sobald die Tür zu ist, sehen wir, dass die Frames wieder auf 27 anstehen. Solange wir uns drinnen befinden, die Leute beobachten und mit den Leuten reden, haben wir stabil immer über 20 Bilder. Es sei denn, es werden sehr viele Leute denken. Kann es schon mal sein, dass die Frames auf 18 absinken. Hier in der Krankenstation ist wunderbar zu sehen, dass die Physik-Engine sehr schön ist. Hier mal in der Zeitlupe ein paar sehr interessante Nahaufnahmen von den Wesen, die euch angreifen im Spiel. Da sieht man sehr schön die Tessellation, wie voluminös die Gesichter sind. Hier sehen wir die Anomalie im Tunnel. Zu beachten ist in der Szene, dass das Wasser spritzt, also so realistisch nach oben. Nochmal langsam.